Reh. Hä? Ah, da ist er. Jo. Will dir verspotten, lässt du da jetzt das Ding da komplett durchlaufen? Nee, also ich friere die ein und dann steht dann irgendwann da verspottet. Ah, okay. Und mir ist egal, ob da einer oder alle verspottet sind, das ist mir scheißegal. Also das im schlimmsten Fall frierst du 50 mal die Viecher ein und zeigst den Mittelfinger. Okay. Also ich warte da jetzt nicht, bis die komplette Sequenz durch ist. Querschläger ist übrigens fertig. Jetzt mache ich gerade diesen Inflatostrahl, den ich ziemlich witzig finde. Ah, so ist angenehm. So geht auch die Bekanntheit zurück. Da kann ich gerade schön gemütlich mit dem Strahl hier ein nach dem anderen gehen. Keine Sprung-Aliens. Zehn von 50. Na, ah, das geht schnell. Das geht schnell. Ah, verspotten. Ah, okay, alles klar. Kapiert. Sehr schön. Ist halt ziemlich praktisch, dass das wirklich mit den Einfrieren klappt. Weil sonst wäre ich durchgedreht. Ich stand auch teilweise genau neben denen und die haben mich angeguckt und es hat einfach nicht gezählt. Okay. Wir kommen dem Ende immer näher. Und die Superfähigkeiten Kills, hat man ja gemerkt, die gehen ja ratzfatz. Ja. Und wieder welcher mehr. So, Polizisten müssen hier aufzählen und den Knopf strahlen. Ja, komm, steckt aus, ihr lieben Aliens. Nee. Ah, da ist einer. Ich geb dir gleich Dummern. Ey, die hat heute irgendwas zu sich genommen. Die hat heute eine große Klappe. Würde aber wesentlich schneller gehen, wenn die anderen nicht noch mit auf die Viechern rumballern. Ja. Aber Kills mit dem Inflatostrahl, weil wenn die vereist sind, geht ja gar nicht, glaube ich. Nein. Obwohl, doch, das habe ich doch vorher auch gemacht. Echt jetzt? Ich glaube ja.
Ja, gut, es geht, aber es dauert genauso lange, als wie wenn du mit einer normalen Kanone drauf ballerst. Ah, ich glaube, hier brauche ich dann auch noch die Feuerwaffe-Kills. Nein, hört doch mal auf, um meine Dinger zu schießen. Ja, geil. Wächter. Gut. Hoppala. Mal einen Anruf machen hier. Nein. Nein, ich wollte gerade meckern zu. So. Ja, den habe ich halt auch noch komplett von mir. Ich glaube, ich habe erst 100 Kills mit dem. Geht aber auch schnell. Aus Recht, wenn du mir dann mit der Raketenwurm so rumballerst. Na, ich hab den schon komplett aufgemöbelt. Ups. So wie es sich gerade gehört. Hä? Au. Aber der Inflatto-Strahl, der ist auch übelst gut für die Viecher, wo so rumjumpen. Ja. Scheiß Raumschiff. Ruhe. Ey, könnt ihr mal bitte aufhören, auf die Viecher zu ballern? Ich will mir das jetzt echt schwer machen. So, willst du mir vielleicht was zuwerfen? No, oh, es kommt schon noch ein Wächter, das gibt's doch nicht. Fuck! Die gehen schnell hier. Werf mir doch mal bitte ein Auto zu. Und es reicht übrigens einfach nur fürs Auffangen. Ah, okay. Ja, mach mal einen Wächter. Mal wieder Knöpfe schrauben hier. Mortal Kombat! Ja. So. Werde ich mir auch noch früher oder später holen. Brutality. Gut, dann wieder Schwarz. Fatality. Ach ne, Brutality gab's auch, stimmt. Ja. Yep. Ah! Oh, ich hab zwar keine Ahnung wie und warum. Ich hab das Auto nicht gefangen, im Gegenteil, ich hab's abgekriegt, aber. Das hat als Ding gezählt. Das hat auch nur Lack. Der Kerl. Ja komm, dafür, dass du rumbackst, darf ich das auch haben. Hä? Na toll. Weißt du, was der Unterschied zwischen dem Model Kombat X und Model Kombat XL ist? Ich schätze mal, da werden nur ein paar neue Charaktere sein, oder? Ja. Nein. Shield.
Also ich werde mir eins von beiden auf jeden Fall irgendwann mal holen, obwohl ich momentan überhaupt kein Freund mehr von Beat'em Ups bin. Nope, ist schon lange nicht mehr. Ja, es gibt einfach kein wirklich geiles mehr. Ich meine, Street Fighter hat sich ja auch enorm verschlechtert. Ja. Ja, vor allem irgendwann ist auch mal ausgelutscht, weil das ist immer das Gleiche. Ja, und da bringt es auch nichts, wenn sie hier nur mit ein paar neuen Charakteren werben. Das hilft nicht. Nee. Hallo. Ich möchte mal kurz ihren Kopf zum Platzen bringen. Noch 20 Kills. Ach, der lebt noch. Wo ist denn der? Ach, hier. Der Strahl ist aber auch so geil. Ich hoffe, dass die andere Waffe ein bisschen mehr Bums hat, die mir dann noch fehlt. Das ist immer hier ein bisschen zackiger geht. Zählt das eigentlich auch Kills mit dem Flatustrahl? Wenn die explodieren, machen die ja so eine komische Schockwelle. Zählt das auch als Kill? Einer, ja. Also, nur der, der explodiert, zählt. Na, was ich meine? Oh, ja, ja, scheiße. Ich hab gehofft, die, wo außen rumstehen und durch die Schockwelle sterben auch. Nein, leider nicht. Ey, wie die Leute sich einfach vor diesen Strahl stellen, wenn ich gerade kurz davor bin, das Alien zu jagen. Hört doch mal auf die Viecher zu schießen. Geht weg. Deswegen renne ich gerade die ganze Zeit weg, bis wieder neue Portale spawnen. Hab ich ja nicht. Ich habe keine Portale. Achso, ja gut, das ist doof. Dann. Doch nein. Sag ich ja, ich hab ja leider keine Portale. Ja, Wächter. Kannst du einen haben, wenn du willst. Ja. Ja, da kriege ich noch genug. Ja, was heißt leider keine Portale? Ich meine, die Sips, wie gesagt, die gehen ruckzuck zu machen. Deswegen, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite halt ein bisschen nervig, weil es dauert extrem lange. Ja. Und ich weiß auch gerade nicht, ob die als Kill zählen, weil bei mir springen gerade so viele rum. Ach, seid ihr Aliens bescheuert. Ups. Olé, mal 20 Aliens verspottet, immerhin. Cool. Ja, geht trotzdem schnell, also mit den... Mit dem Einfrieren da, dann geht das halt wirklich recht schnell. Ja, geil. Jetzt kommt ein Auto und überfährt die Leute. Also die ich eingefroren habe, ne? Ja. Ja, ist schon klar. Könnt ihr mal aufhören, auf die scheiß Viecher zu schießen? Geht mir gerade nicht anders. Ich nehme den Tentakel und klopp die einfach mal weg. Das ist eine coole Möglichkeit. Die fliegen so weit weg. Jetzt habe ich die Melodie vom Mortal Kombat im Kopf. Mortal Kombat.
Kills mit Querstärke abgeschossen. Nice, gut, dann kommt jetzt hier ein Führomatik. Ja gut, den habe ich auch noch komplett vor mir. Und ich habe halt noch dieses, das in... Klar, keine Ahnung, wie das Gewehr ist. Tastenhämmern! Langsam mal. Nein, natürlich nicht. Das ist so. zivile Autos überfahren die ganze Zeit meine festgefriesten Leute. Na gut, die für den Entführomatik musst du die nicht einführen. Nein, nein, das nicht, aber für meine Verspotten. Immer wenn ich gerade den Mittelfinger hochheben will, na, kommt Auto angeschossen, überfährt meine Leute. Was bei mir? Nee, bei mir. Also. Aber jetzt geht er wieder. Alter, hört mal auf, meine Leute wegzuballern. Always feels good to kick ass. Ich finde das so geil mit diesen im Plattostrahl, wenn dann auf einmal die Augen so richtig rausquillen und dann BÄM! Na komm, steck mal aus. Wie gesagt, ich kann dir empfehlen, nimm die den Tentakelschläger und klopp die, wo schießen, erstmal weg. Da brauchen die nämlich auch eine Ewigkeit, um wieder aufzuschließen. Na, eigentlich müsste langsam aber sicher dein Plattostrahl noch fertig sein. What the fuck? Jawohl, Kills mit dem Plattostrahl fertig. Nice. Ende 46 bei der Herausforderung. So, jetzt renne ich aber auch mal weg. Das mit dem Anzug mache ich später. Ich will jetzt erst die ganze Masse wieder fertig haben. Jetzt brauche ich noch den Empyromatik und den Desintegrator, glaube ich. Also. Easy. Okay, das ist aber wirklich eine reine Fleißsache. Schwer ist das hier gar nichts. Schließ gleich noch einmal rum, falls die Tür trotzdem über Nacht aufnimmt. Ja, unsere Tür geht gerne mal automatisch auf, was irgendwie scheiße ist. Hilfe, was war das? Automatisch. Desintegrator. Jeder Treffer ein Kill. Und es bleibt nichts zum Aufwischen übrig. Alles klar. Da würde ich sagen, upgrade ich gleich mal das ganze Ding. Du hörst hier jetzt irgendwie gerade voll komischer, nachdem dein Headset komisch gerade gerauscht hat, wie noch was.
Besser? Ah, jupp. Ich habe zwar jetzt nichts gemacht, aber trotzdem einfach mal gefragt, ob es besser klingt. Ja, ja, passt. Das hat nämlich gerade hier mal Mods bei mir in den Ohren wehgetan, obwohl hier halt den Sound ja eigentlich standardmäßig immer gleich habe, ne? Also das hat sich gerade voll komisch angehört. Yep. So, nochmal zwei mehr. Alles klar, das Integrator ist eigentlich easy, wenn du die einfließt. Ja. Da reicht auch eh generell ein Shot, da sind die Gegner down. Hundert braucht man von denen, ja, ne? Ja gut, das geht dann wesentlich schneller als wie dieser Plato-Strahl. Ja, na, ist noch 10 Mal verspottet. Die müssen aber ausgestiegen sein, ne? Ja. Also ich kann die jetzt nicht aus dem Auto raus. Ach so, den oberen halt. Ne? Den, wo du halt erwischen könntest, auch mit normalen Waffen, anderen Waffen, wie immer. Gut, aber das Fahrzeug zum Explodieren bringt mit dem Ding bringt nicht. Doch, zählt auch. Das ist auch ein Kill. Die Panzer zum Beispiel. Die kannst du auch mit dem Ding einen Schuss auflösen. Ja, geht wesentlich schneller. Und dieselbe Scheiße mache ich dann mit den mit Pyromatik. Und dann habe ich die, müsste ich die Waffen eigentlich prinzipiell fertig haben. Dann kommen halt noch die Sachen wie fahre so und so viel Kilometer, mach den und den Scheiß. Jop. Ja, und halt die Superkraftdinger, aber das ist ja. Auf was schießt ihr denn? Ich sehe nicht mal Gegner. Ach. Na also. Jawohl, ich habe jetzt schon 20 von 100, also. Geil. Ja, geil mit dem Verspotten hier. Fuck off. Jedes Mal. Meiner sagt immer fuck yours. Okay, lol. Ist auch noch Unterschiede. Na dann. Ja gut, du hast doch hier erstens die Frau und zweitens die andere Voice, so ein anderes Voice-Ding. Jupp. Boah, es ist gerade angenehm mit einer normalen Waffe. Oh, ich habe gerade ganz den Enfyromatik. Immer wenn die Mörderbots kommen, mal die Enfyromatik, andernfalls einfriesen und verspotten. Ja gut, mit den Enfyromatik, da, das wird sowieso easy. Da kannst du dir ja irgendwie samt den Auto wegballern, ja, normalerweise. Richtig. Naja, nachdem dann, also Enfyromatik und Verspottengedönsel, habe ich dann nur noch die 20 Leute da killen im Schweben. Oder 10 oder wie viel das da waren. Also insgesamt waren es 100. Im Schweben, nein. Also die Leute mit einer von oben. Nein, mit einer Superkraft schweben lassen und dann töten. Ach so. Das Stasisfeld. Ach so. Jupp. Ja gut, du bist definitiv von mir fertig. Also wenn es jetzt noch, wenn es jetzt sag ich mal gut läuft, Viertelstunde. Oh, du Hund. Nee, ich bell jetzt nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich bellen soll, aber nee. Na komm, Hatsu, komm, mach, ja, fein. Wo ist denn, ey, dieses scheiß Radar hier, ne, zeigt mir irgendwo, zeigt genau über mir ein Riesenschiff an. Und dabei ist es nicht mal in der Nähe. Kenn ich, war bei mir auch. Nice, verschwottete Aliens geschafft. Super. So, Moment, da bin ich jetzt gerade ja die Kraft switchen. Auf das Stasis-Gedönsel. Obwohl, das wird wahrscheinlich nichts bringen, wa? Mit hier. Oh! Jetzt. Mit. Ach. Hier. Telekinesen-Zeug. Entführung. Also, genau. Entführung-Matrix. Genau. Ja, gut. Ich war gerade selber verwirrt. Seid ihr wohl ja auch mit? Hm, ja, einfach mal. Hä?
Noch nichts. So, ein, zwei Portale werden mal wieder nice. Ah, praktisch. Tschüss. Ah, scheiße. Da bricht man sich halt über die Daumen und dann schafft man es doch nicht. Ich jetzt gerade nur rumrenne, so lange weiter, bis ein neues Portal kommt. So bleibe ich kurz stehen, mache den Führomatik und renne weiter. Nice, nice. Ja gut, also das ist einer der sowieso leichtesten Waffen. Ja. Definitiv, ja. Das Problem ist, bei dir tauchen halt jetzt wesentlich mehr Feinde auf als bei mir. Also ich muss wirklich immer darauf hoffen, dass bei mir vier kommen. Ja gut, deswegen muss ich die ganze Zeit hier bei mir durch die Gegend rennen, weil nämlich dann die Marauder oder so ein Kack, das nervt. Nice, entweder die Zielpersonen abgeschossen. So, welche Knifte nehme ich denn mit gewaltig viel Rums? Querschläger, ne? Ja. So, gut, neue Aliens bitte. Mit gewaltig viel Wumms. Dubstep kennen und dann einfach sobald die schweben. Fertig. Das ist ja zu einfach. Wie viele Kills brauchst du da einfach nochmal? Weiß ich nicht. 10 Schweberkills. Ah, easy. Easy. Da brauchst du auch keine Dubstep. Ne, ich mach sie gerade mit der. Ach, hier, Dingens. Querschläger. Ja. Ein Schuss, zwei Treffer. Oh nein, es kommt ein Wächter. Nein, die letzten 6 Kills kommen ein Wächter. HGW. Nix gibt's. Telefon. So, Bekanntheitsack. Tschüss. Gut, boah, jetzt echt nochmal hier die schwarzes Loch. Hat das mit der Bekanntheit auch einen Cooldown? Mit dem ja. 5 Minuten oder 6 oder irgend sowas. Schätze ich jetzt mal, steht zwar nie eine Zeit dran, aber so ungefähr kommt's hin. Okay. Ah. Neue Aliens. Kommst du mal bitte hier runter? Was macht der denn alle da oben auf dem Haus? Das Problem hatte ich vorhin, wo du rauchen warst. Weil du da oben standest, waren die Portale alle oben bei dir hergespawnt. Lol, okay. Und da musste ich natürlich auch aufpassen, wegen dem schwarzen Loch, da hast du nämlich auch König Schaden. Der Herausforderer. HGW. Nummer 1 Platin. Super. Sehr geil. Bam. So, fertig, tschö. Ja, cool. Oh mein geil. Sehr geil. Ging. Also, wie gesagt, wenn man nicht so ein Pech hat wie ich gerade, reichen. Und wenn man mehr Zeit hat wie, oder mehr spielt wie wir, reichen eigentlich locker 2-3 Tage, ist das Ding fertig. Ja. Also ich werde es heute nicht Platin schaffen. Dafür brauche ich allein schon viel zu lange mit dem Autofahren und mit den über 100 Entführomatik-Kills noch. Ja gut, heute wird eh gewaltig gegen, da sind nur noch 4 Minuten. Ach, du Nuss. Wieso, hä? Musst du früh ins Bett oder was? Oder wie? Hä? Nein! Aber du bist fertig, ich kann doch, was willst du in der Zeit machen? Ist ja auch scheiße. Also ich fliege jetzt gerade rum, ich wollte eigentlich jetzt gerade mal so Pi mal Daumen fragen, was denn dir jetzt noch fehlt. Moment, ich mach den Wächter platt und dann sagst du. Jo, mach mal. Ja, auf jeden Fall dieses Schwebekill und Gedankenkontrolle und diesen Scheiß.
Die Fahrzeugkills, die Fahrt, also zurückgelegten Meilen mit Alien-Fahrzeugen. Okay, das dauert. Ja, deswegen, das ist das Einzige, was jetzt noch dauert. Der Rest, noch 100 Kills tot von oben, das geht bei mir in 2 bis 5 Minuten. Deswegen, also das schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und es bringt auch nichts, wenn du dann nur sinnlos dastehst. Also entweder machen wir jetzt ein anderes Projekt oder was weiß ich. Weil Ha. das kriege ich, das kriege ich nicht mehr fertig. Ich glaube, ich muss noch über 30.000 Meilen fahren. Bam. Okay, das ja. Bei mir waren es 16 und es ging ja locker 10 Minuten, mindestens. Und das mit Dauer-Nitro und so weiter drum und dran, ne? Nicht mal 9 waren es bei mir. 9 haben mir noch gefehlt. Eieiei. Aber in dem Fall muss Nee. das UFO mit dazu erzählen. Weil ich bin nicht oft mit Alien-Fahrzeugen rumgefahren, eigentlich nur während der Mission. Ja, ich bin gerade am Überlegen, UFO oder Fahrzeug. Wenn UFO, ich weiß zwar, dass ich es habe. Also, ja, genau, 6 Wächter brauche ich auch noch. Aber die gehen ja am schnellsten. Ich guck nur kurz. Telefon. Judas, zum Beispiel bei Fahrzeug. Get Out of Hell, ne, was ja gemeint hast, Get Out of Hell, so heißt ja. So, da gibt es zum Beispiel auch keine verpassbaren, außer halt zwei, da muss man mehr oder weniger drauf achten, zum Beispiel bei den Extraktionspunkten, die es ja da gibt. Sind ja 4 Stück im Spiel. Genau, da muss ein nehmen auf dem Motorrad. Die ja über. Ja, genau, das hab ich gelesen. Das habe ich gelesen. Genau, das ist eigentlich so mehr oder weniger so indirekt dann verpassbar und genauso auch indirekt verpassbar das mit dem Turm. Dass halt im Schwebenmodus die ferngelenkte Rakete, die ja der Turm abfeuert, abfängst und zurückschmeißt. Na, ist eigentlich easy, oben drauf runterspringen und abfangen, oder? Ja, nee, du springst einfach ganz normal hoch, drückst die L2, dann bleibst du da stehen. Dann schwebst du ja. Ja, Ja. Telekinese, abfangen und zurückschmeißen. Ja, Easy. genau. Das ist halt nur mehr oder weniger indirekt verpassbar, weil, na, da gibt es ja auch nur, ich glaube, 4 Türme oder 6 oder irgendwie sowas. Wenn du die zerstört hast, geht es halt erstmal nicht, bis du die Superfähigkeit hast, dass du selber Türme platzieren kannst. Jo. Genau, das sind halt die zwei einzigen, die halbwegs kritisch sind. Alle anderen gehen auch Open World zum Schluss. Die mit dem Motorrad, die kann man, können, müsste doch für uns eigentlich easy sein. Einer fährt, der andere schießt. Müsste doch für beide zählen. Das geht auch noch einfacher. Die Extraktionspunkte haben links, Mitte, rechts zum Einnehmen, ne? Fährst einfach nur mit dem Aha. Moped zur Mitte hin, ne? Stellst das Moped ab, clearst du erst links, clearst du rechts, gehst du wieder zurück in die Mitte, clearst du da alles und dann zum Einnehmen hüpfst du aufs Motorrad. Dann wartest du die 5 Sekunden lang ab und fertig. Trophy. Ach, das sind so Dinger, wo du einfach nur ein paar Sekunden Ja, im Kreis genau. stehen musst im Ja. Rad. Ah, easy. Naja, ich gucke jetzt nochmal fix bei den Herausforderungen und dann kannst du dir mal in der Zeit überlegen, was wir machen. Also ich werde morgen definitiv das Ding auf Platin haben. Ich habe 47 von 66. Allerdings, wie gesagt, davon sind ganz viele mit den Ja, und das Fähigkeiten. geht ratzfatz. Hatte ich ja bei mir auch, weil er selber mitkriegt, Ja. wie schnell das hätte ich war. Oh ja. So, warte mal, was brauche ich denn? Ich brauche 100 tot von oben, 5 Minuten. Noch 2 Telekinese-Fänge, also sprich da die, was der Typ mir zuwirft. Telekinese-Kills habe ich fertig. Ja, dann Gedankensteuerung, Feinde, 10 Schweber-Kills, 10 gestohlene Gesundheit, 10 zerquetschte Schrumpffeinde. Ja, entführte Zielpersonen, also Entführromatik brauche ich halt jetzt auch noch 114 Kills, aber es geht auch schnell. Jupp. Eingelochte Feinde brauche ich noch 122, geht aber easy peasy. Desintegrierte Feinde brauche ich nur noch 40. Dann halt die Mechanzug-Kills, Tentakel-Kills, aber die sind überhaupt kein Ding. Die Sits muss ich noch zerstören. Dazu die Mörderbots. Ja, und ansonsten noch die Wächter jetzt. Ah, Alien-Fahrzeug, ne? Also wenn es doof läuft, Ja. brauchst du ungefähr 2 Stunden. Wenn es doof läuft. Ja, sagen wir mal, ich lasse mir Zeit, werde zwischendurch mal eine rauchen oder so, dann machen wir mal 3 Stunden draus. Aber das mache ich morgen an den Nachmittag, ist das Ding Würde fertig, ich auch gerade sagen, maximal Alter, drei wäre es ja jetzt Stunden. echt dämlich, wenn du das so stehen lässt. Also. Das auf keinen Fall. Also das Ding ist morgen fertig. Bloodborne, da habe ich gerade mal die Hälfte. Das ist auch noch dran bei mir. Weil ich habe ja jetzt,
Ich komme übelst gut zurecht. Natürlich sterbe ich noch hier und da, aber ich komme so derbe gut voran. Ich sterbe kaum. Außer natürlich, wenn ich mich erschrecke und dann vor lauter Panik statt R1, das war zum Beispiel bei einem Boss das Problem, ich habe mich so erschrocken, habe ich statt R1 R2 gedrückt, langsamer stark. Ja. Yep. Und diese eine Sekunde, ne, hat der Scheißboss ausgenutzt, um mir eine reinzuwürgen. Dieser Krüppel. Tja. Ja, wollen wir es mal so machen, dass ich mal einfach fix eine rauchen gehe und dann wahrscheinlich get out of hell, oder? Oder willst du Borderlands so weiter machen? Jo. Nee, jetzt mache ich noch keinen Borderlands. Also Borderlands machen wir dann wirklich später, wenn wir Get Out of Hell oder so fertig haben, dass wir einfach mal gucken, wie die Server laufen. Laufen die Server nicht? Haben wir ein Problem, müssen wir es halt leider getrennt machen. Weil das bringt nichts, wenn wir hier allein schon, wenn wir 4 Stunden spielen und wir verbringen 2 Stunden damit, eine Verbindung hinzukriegen. Das bringt einfach nichts. Ja. Ja, also Get Out of Hell dann, Ja, ne? Oder was? Ja, ne? ja, genau. Und wenn ich das Ding dann morgen Platin habe, mache ich hier einen Screenshot von, dass du es wenigstens siehst und schick dir das mal dann per Twitter. WhatsApp. Oder Twitter. Genau, egal. Ach so, ja, gut, bei WhatsApp bräuchte es eigentlich nur abfotografieren. Richtig, einfach Handy Ja, irgendwie so stimmt. doof ranhalten, was hier. Ja, genau, dann mache ich das so. Ja, jung. Da schlafe ich mich nämlich morgen schön aus und dann kriegst du da noch das Bild, dass du auch siehst, ich war mal fleißig, hab's gemacht. Und dann haben wir meine zweite, dann habe ich meine zweite Platin. Ja, coole Sache. Jawohl, dann geh du mal rauchen, ich switche mal das Spiel. Ja, mal ja, okay, schon mal. Anwendung schließen. Tja. Halt, nee, erst speichern. Ja, dann darf ich schon mal ab, wa? Ja, mach das, dann bis Ja, gleich. bis denn. Tschö. Also bis gleich und so, meine ich. Tschö. Ja, oder? Jo.